Liebe Leute, ich begrüße euch. Wir sind heute hier bei der Cassandra, auch bekannt als Esengül. Hallo Esengül, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei meinem Format mitzumachen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Esengül, stellst du dich unseren Zuschauern mal kurz vor? Ja, ich heiße Cassandra, Baujahr 64. Und 1980 bin ich nach Deutschland gekommen, als Kind eine Migrantin. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und davor natürlich die Sprachkursus und die berufliche Orientierung. Und nachdem ich ausgelernt habe, habe ich mich zu meinem Weg entschieden. Und nachdem ich meinen Weg gegangen bin, habe ich mich selbstständig gemacht. Mit als? Als Friseurin. Als Friseurin. Mhm. Du bist ja sehr bekannt auch hier in Kiel. Wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Ja. Und der Grund meines Interviews mit dir ist ja, dass du einen sehr interessanten und mutigen Weg eingeschlagen hast, was deine Sexualität betrifft. Und ich würde dir gerne folgende Frage stellen. Du warst homosexuell, stimmt das? Nein, ich war nicht homosexuell, sondern ich war eine Transsexuell. Ja, kannst du uns den Unterschied erklären als Mann? Also eine männliche Person, die transsexuell ist, ist dann was? Also Transsexualität an sich bedeutet, wenn man im falschen Körper geboren ist. Also ich bin sozusagen als Junge zur Welt gekommen. Aber da ich ja nicht ein Junge war, was meinem Geistlichen und was meinem Wesen und mein Geist, mein ganze Innere, die war natürlich kein Mann in dem Sinne, dann war ich in einem falschen Körper gefangen. Wann? Das war die Transsexualität, also okay. Was mich betraf. Ja. Wann hast du das gemerkt und wie hast du es gemerkt? Woran? Das geht wirklich zur Kindheit zurück. Ich habe das eigentlich ziemlich schnell gemerkt. Ich war, ich sag mal, 5, 6, wo ich denn ab dem Zeitpunkt, wo ich denken konnte, wusste ich, dass ich keine Junge bin. Also eigentlich eine Frau bin. Wodurch hast du das gemerkt? Wie? Durch meine Gefühle, durch meinen Instinkt. Als Kind aber? Durch meine Interessenbereiche. Zum Beispiel, ich habe niemals Interesse an Ladies, also gehabt, an Frauen, was meine Sexualität betrifft. Ich meine, als Kind? Ja, meine ich. Ja. Als Kind zum Beispiel, okay. Ich hatte nur Interesse an Jungs. Okay. Und man merkt ja halt eben, ob man die Jungs mag oder die Mädchen mag. Und da ich ja tatsächlich zu den Jungs mich hundertprozentig angezogen fühlte, deswegen wusste ich, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt. Wann wurde es für dich zu einem Problem und wie hast du gemerkt, dass du etwas tun musst, um dieses Problem zu lösen? Oh, wann wurde es für mich ein Problem? Ja, das kann ich dir genau sagen. Wie ich bereits eben sagte, also 1980 bin ich nach Deutschland gekommen. Und davor war ich in der Türkei. So, 1972 bis, ich sag mal, also 5 Jahre drauf, war ich in der Grundschule. In der Grundschule war das gar kein Problem. Da nehmen sich die Kinder natürlich ganz normal mit einem Unschuld eines Kindes immer wahr. Und nachher, wo wir dann langsam zur Hauptschule gegangen sind, da fing die Problematik schon an. Da hat man tatsächlich mich mit damaligen Transgender bzw. Gay-Sänger genannt, also von Name her, so dass ich wusste, oh, wieso nennen sie mich eigentlich mit dem Namen
eine Transgender oder beziehungsweise eine Gay. Bülent das Ersoy, heißt Bülent Abla, Zeki Abla und so, ne? Und dann wusste ich, oh, wieso sagen die das eigentlich? Dann wusste ich, dass die anderen das auch gemerkt haben. Also, die wussten das ziemlich früh, dass mit mir auch etwas nicht stimmt. Und dann bin ich natürlich klar, langsam wird jeder ein bisschen erwachsen und kommt in die Pubertät. So, nachdem ich in die Pubertät gekommen bin, mit 14 hatte ich schon einen Freund, sozusagen. Und die Familie dachte natürlich, ach, das ist mein Kumpel. Dabei war das natürlich mein fester Freund. Ich war mit ihm zusammen. Davon wusste natürlich die Gesellschaft nicht, sondern nur wir beide. Das war unser Geheimnis. Und sozusagen in der Türkei war das vielmehr sozusagen gar kein Problem, weil sie dachten, ich wäre eine Junge. Also ein Junge kann ja auch einen Junge als Freund haben, ne? Dachten die. Dann bin ich sozusagen 1980, 21. September nach Deutschland gekommen. Mich hat meine Mutter nach Deutschland gebracht, da ich ja in der Türkei zukunftslos war. Zumindest habe ich mich als zukunftslos gesehen. Ich wollte meine Zukunft in der Hand nehmen und somit bin ich tatsächlich mit Mama nach Deutschland gekommen. Und die Zeit 1980, 21. September, das erste Mal war ich in Stadt Neumünster. In Stadt Neumünster. Und wir sind sofort angefangen, Sprachkurse zu besuchen, also dreimonatige Sprachkurs. Und danach Maßnahme zur beruflichen sozialen Angliederung junger Ausländer, also einjähriger Berufsorientierungskurs. Da habe ich auch Deutsch gelernt und dann verschiedene Berufe kennengelernt. Aber in dieser Phase, ich wollte absolut nicht, da ja zu der Zeitpunkt meine Mutter in Neumünster ebenfalls in Deutschland war, ich wollte nicht, dass die anderen wissen, dass mit mir etwas nicht stimmt, nämlich die Transsexualität bestand. Okay, und damit fing es an, ein Problem zu werden. Genau, eigentlich. Und die anderen sollten es nicht wissen, aber wie das eben so ist, man kann eine gewisse Sache wie Transsexualität selten verstecken. Und die anderen haben gesagt, okay, etwas stimmt mit ihr nicht. Also damals zumindest mit ihm nicht. Ne? Und da hast du es gemerkt. Immer mehr wurden es getratscht, es wurde immer getratscht. Und dann 1982 ist meine Mutter für immer in die Türkei zurückgekehrt. Ja. Und dann habe ich den Zeitpunkt gekommen gesehen, dass ich dann tatsächlich erstmal den ersten Schritt mache. Ich bin 1983, wo ich mit der Lehre als Friseur, also als junger Mann, als Friseur anfing. Da bin ich sofort zu Doc gegangen, also zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich bin nicht ich. Ja. Darf ich hier kurz einhaken? Selbstverständlich. Wann hast du dich geoutet deinen Eltern gegenüber? Mit wie viel, also wie alt warst du da? Ja, seit dem Zeitpunkt, wo ich mich bei dem Arzt vorgestellt hatte. Okay. Wo ich denn zu dem Arzt sagte, ich bin nicht ich. Okay, und das war, da warst du wie alt? 1983 war ich so, also um die 20. Um die 20. Genau. Okay. Und wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Aber meine Eltern wussten das ja nicht. Das wusste ja meine Eltern nicht. Ich meinte, also wann hast du dich deinen Eltern gegenüber geoutet? Deiner Familie gegenüber? Meine Eltern gegenüber habe ich mich geoutet, nachdem ich tatsächlich mit Reinhard Wille, das ist ein Sexualwissenschaftler in Kiel, und er sollte zwei Gutachten für mich denn also schreiben, erstellen. Wann war das? Das war sozusagen, wenn ich dann 83 August um Mumbai mit, wo ich mich bei dem Arzt vorgestellt habe, ausgehend von diesem Datum, hat es 2 Jahre gedauert, bis ich die beiden Gutachten gekriegt hatte von Sexualwissenschaftler Reinhard Wille. Ja. Und dann habe ich von ihm die Gutachten bekommen. Somit war der Weg für mich frei, dass ich endlich mich frei entfalten konnte. Der Reinhard Wille hat tatsächlich Attest gestellt und hat gesagt, bei
Zafer Yılmaz, jetzige Cassandra Konrad, besteht eine Transsexualismus. Und das hast du denn auch deinen Eltern mitgeteilt? Das habe ich tatsächlich meinen Eltern mitgeteilt. Also meine Mutter hat es so hingenommen, muss ich ehrlich sagen. Klar, es Entschuldigung, war ich muss. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Also meine Mutter hat zunächst einmal mit einem Verständnis darauf reagiert, aber im tiefsten Inneren, ich habe gemerkt, sie war zutiefst enttäuscht. Dein Vater? Also hier in Deutschland einen jungen Mann gebracht zu haben und wo dieser junge Mann mit mal tatsächlich sich als Transgender geoutet hat und tatsächlich die ernsten Schritte gegangen ist und 1990 tatsächlich den Endschritt getan hat, nämlich die Operation. Der Vater ist 1984 beziehungsweise so circa 1984 gestorben. Der hat davon gar nichts gewusst, weil 1984 war ich ja nicht umgewandelt. Also die geschlechtsangleichende Operation hatte ich 1984 nicht, sondern 1990. Da war er aber schon längst tot. Ach so. Das heißt, du hast dich deiner Mutter gegenüber geoutet, deinem Vater gegenüber nicht. Hattest du Geschwister, die davon wussten? Ja, meine Geschwister haben davon gewusst. Ich habe das wirklich jedem erzählt. Wie viele Geschwister hast du? Wir sind insgesamt 6 Geschwister. Eine ist tot. Also wir sind insgesamt jetzt im Moment 5 Geschwister. Und ja, also... Wie haben die reagiert? Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich mit Verständnis. Die haben tatsächlich Verständnis gehabt für meine Lage. Ich muss ehrlich sagen, mit einem einzigen Bruder hatte ich Probleme. Ja. Der hat kein Verständnis gezeigt. Und mit ihm habe ich auch keine Kontakte mehr. Ja, okay. Gab es in deinem Leben Situationen aufgrund von familiären Problemen oder gesellschaftlichen Druck, dass du an Selbstmord gedacht hast oder je versucht hast, dich oder dir das Leben zu nehmen? Also ich muss ehrlich sagen, du hast tatsächlich ein wunderschönes Thema erwähnt. Es ist hier ein sehr, sehr interessanter Lebensabschnitt von mir. Man muss das mal so vorstellen, 1983 August, circa, ja, ich bin angefangen sozusagen mit der Hormonbehandlung. Also, hast du je an Selbstmord gedacht? Aber das wollte ich dir gerade erzählen. Nein, ja oder nein? Oder gerne. Natürlich hast nein. Du je nein. An Selbstmord gedacht? Nein, nein, nein. Nein. Aber ich erzähle das, was eben die Thematik Selbstmord, was damit zu tun haben könnte, erzähle ich dir ja. Pass auf, 1983 mit der Hormonbehandlung angefangen, ja? Und dann, da ich ja sowieso eine Lady war innerlich, es war mit mal so, dass ich denn mit mal tatsächlich wie eine hundertprozentige Lady angesehen wurde von meinem Mitmenschen. Also sprich High Heels, 15 cm, Minirock und ziemlich weiblich und lange Nägel und wie auch immer, wie die Jugend heute ist, 1980er waren wir auch so. Und nur die Sache ist die, wenn du denn halt eben von der Gesellschaft sozusagen als Transgender angesehen wirst, nicht als eine Lady, als eine Frau, ja. Und in Diskothek, wo ich immer wieder hingegangen bin, wo die Leute über mich Bescheid wussten, wo sie immer wieder Keil vor meine Beziehungen geschoben haben, wo sie das immer sofort zu einem jungen Mann erzählt haben, pass auf, die Person, mit der du jetzt flirtest und schmust und rumknutschst, ja, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Also. Und dann habe ich natürlich wirklich, also ich habe das gehasst, dass die anderen immer sozusagen meinen Flirtpartner aufklären mussten, dass ich angeblich ein Mann bin. Dabei bestand bei mir Transsexualität. Ich habe mich ja in einem männlichen Körper verfangen gefühlt. Also ich bin eigentlich eine Frau,
Das bin ich ja. Aber damals, klar, da war ja die geschlechtsangleichende Operation noch nicht vollzogen. Somit tatsächlich konnten die sagen, das ist ein Mann, so gesehen. Fühltest du dich von der Gesellschaft, also sprich von deiner näheren Umgebung, wie zum Beispiel, wenn du in die Diskothek gingst, fühltest du dich von der Gesellschaft akzeptiert, so wie du bist, oder eher ausgestoßen? Also ich muss ehrlich sagen, wir reden jetzt von 80ern, ne? Wie ja. du weißt, also ich bin ja. auf jeden Fall Oldschool Transgender gewesen. Ja. Und die jetzigen Transgender, weiß ich nicht, wie die denn halt eben mit der Gesellschaft zurechtkommen, kommunizieren. Du. Also bei mir ist das ja so gewesen, muss ich ehrlich sagen, da ich ja super selbstbewusste Person bin, ich wusste immer, was ich bin, wer ich bin. Als Transgender habe ich von niemandem, wie gesagt, Angst gehabt. Da habe ich mich richtig zurecht geputzt und dann war ich in der Diskothek. Und ich muss ehrlich sagen, zur damaligen Zeit muss ich ehrlich sagen, die Jungs haben mich wirklich geschützt. Wenn ich mal sagen darf, von wem, das weißt du ja auch, die Zeit kennst du ja auch, ja. ne? Und keiner konnte mir sozusagen meinen Finger krumm machen oder sonst was. Ne? Also die irgendwas antun genau, oder die schlecht genau. behandeln. Ich war ja auch schließlich von denen, die Friseurin. Keine hat mir sozusagen Schläge angedroht oder was weiß ich. Also keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Also du fühltest dich nicht ausgestoßen und wenn, hast du es nicht so wahrgenommen? Habe ich das richtig verstanden? Also bedroht ist was anderes ausgestoßen. Ausgestoßen, selbstverständlich zum Beispiel, selbstverständlich jemand, der diese Transgender-Sein nicht akzeptiert, ne, der stoßt dich ja automatisch aus. Ja. Ne? Also Leute, die mich mochten, mit denen habe ich Kontakt gehabt. Aber Leute, die mich nicht mochten, mit denen muss man auch nicht Kontakt sagen und keine Kontakte haben. Dann habe ich mal eine Frage. Wir reden jetzt ja von der Zeit vor deiner Geschlechtsumwandlung. Kam es vor, dass die türkischen Männer, die von sich behauptet haben, homophob zu sein oder hetero zu sein, heimlich zu dir kamen und dir Avancen machten oder sich sexuell dir näherten? Ja, das ist ja immer der Fall. Ne? Selbstverständlich in der türkischen Community ist das ja so, dass man in den Cafés und sonst wo eigentlich gegen diese Leute sich einsetzt, also Anti-Transgender-Unterhaltungen führen. Aber wenn es dann darauf ankommt, dass sie dann tatsächlich doch gerne mit solchen Leuten auch automatisch zu tun haben wollen. Aber natürlich nicht alle. Diejenigen, die Interesse an die Transgender haben, die also treffen sie auch. Also von 10 türkischen Männern, jetzt wir gehen von deinen Erfahrungen aus, von 10 türkischen Männern, wie viele haben behauptet, hetero zu sein, aber dennoch mit dir sexuellen Kontakt gesucht oder mit dir sexuellen Kontakt gehabt? Also, ich würde sagen, von 10 würde ich sagen, tatsächlich 7 würden nicht mitmachen. 7 würden tatsächlich heterosexuell sein. Die 3 würden mitmachen. Also was sagt mir zumindest diese Geschichte? 30% würden mitmachen. 70% sind hetero. Also findest du das heuchlerisch und oder findest du das Verhalten von denen normal? Selbstverständlich ist das heuchlerisch, das weißt du ja auch selber. Ne? Das ist nämlich unsere Community. Wer in der Community sich outet, der hat für immer verloren. Und das hat sich leider immer noch nicht in positiven sich verändert. Also hier kann sich leider Gottes keiner sich outen und sagen,
ich bin das und nimmt mich bitte so, so wie ich bin. Das sind so die wenigen, die das machen können, zum Beispiel so wie ich. 1983, wo ich dann nach Kiel gekommen bin, habe ich mich geoutet. Und ich habe gesagt, ich bin ich. Wer mich mag, mag mich. Wer mich nicht mag, soll mich nicht grüßen. Und das haben wirklich sehr viele Leute geschätzt. Und sehr viele Leute haben sie auch mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, wie kann man so alles offensichtlich frei zugeben, welche Identität man hat? Wurdest du je vergewaltigt? Vergewaltigt wurde ich nicht. Aber in Hamburg, zum Beispiel in einer Diskothek, das war eine Jugendsünde, ich war auf jeden Fall in der Disco und ich wollte kurz in die Toilette und da war eine Person, der gesagt hat, der hat schlagartig eine Rasiermesser aus seiner Tasche rausgezogen, habe ich gesagt, während du jetzt mit mir bestimmte Sexualpraktiken jetzt nicht machst, ich mache aus deinem Gesicht eine Landkarte. Und dann hatte ich natürlich Angst und ich habe seine sozusagen Befehle gefolgt. Aber das betrachte ich zum Beispiel als eine Nötigung und Vergewaltigung. Aber das ist eine Vergewaltigung, weil du hast gerade verneint. Also wurdest du vergewaltigt? Ja, ja, sage ich ja, in Hamburg auf jeden Fall. Was ist der Unterschied zwischen dir als Frau und einer als Frau geborenen Frau? Oh, eine sehr, sehr interessante Frage. Sehr interessant. Also, es ist ja so, ich bin eine von den glücklichen Ladies, die orgasmusfähig ist. Ja? Also das heißt, von 3 biologische Frauen kriegen 2 keinen Orgasmus, die dritte kriegt Orgasmus. Also die Anzahl der Frauen, die Orgasmus kriegen, ist sehr wenig. Also selbstverständlich hatte ich einen wirklich sehr, sehr professionellen Operateur, der mich sozusagen operiert hat, der bei mir eine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt hat und mit Orgasmusgarantie. Und deswegen bin ich natürlich zu einem Vergleich zu einem Original bzw. Vergleich zu einer biologischen Frau, bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich in den guten Prozenten reinkomme. Also man sagt ja, ne, also von 3 Frauen kriegen 2 keinen Orgasmus, die dritte nur. Und obwohl ich ja eine Transgender war und jetzt eine Transfrau bin, dass ich Orgasmus kriege, das ist für mich zunächst einmal eine wunderschöne Sache, worauf man stolz sein kann. Das heißt, du selbst siehst zwischen dir, also sprich als Transgender-Frau und einer als Frau geborenen Frau, keinen Unterschied, richtig? Also ich sehe wirklich gar keinen Unterschied, denn ich bin eine Transfrau. Klar, ich war früher als Boy geboren, aber 1990 habe ich mich zu einer Frau umwandeln lassen. Somit eine geschlechtsangleichende Operation. Und ich sehe mich tatsächlich wie eine Originalfrau, denn... Siehst du dich so oder bist du eine? Ich bin eine. Ich bin eine und ich sehe zwischen mir und einer Originalfrau gar keine Unterschiede. Denn ich muss ehrlich sagen, also ich kann hier für die anderen ja nicht garantieren, wer welche Operation oder irgendwelchen kosmetischen Operationen über sie ergehen lassen haben. Was man so zum Beispiel bei mir sieht, meine Wangenknochen, meine Lippen, meine Oberweite, alles ist original. Also da ist absolut keine Silikon oder irgendwelchen kosmetischen Operationen. Da ist nichts. Ich habe nur eine geschlechtsangleichende Operation hinterzogen und ich habe mit anderen Transgender mich natürlich auch getroffen, um mit denen über diese Thematik zu reden, nämlich so ein, sagen wir das mal so, funktionstüchtige Vagina zu haben oder nicht zu haben. So, wir haben uns mit mehreren Transgender ausgetauscht. Transfrauen, besser gesagt, nachher Transfrauen, nachdem wir operiert worden sind, sind wir ja Transfrauen
Wir haben uns unterhalten, wir haben uns getroffen tatsächlich in meine Wohnung in Klaasdorf an der Schwentine. Da habe ich mal früher eine Wohnung gehabt, da war ich. Jetzt wohne ich natürlich woanders. Ich habe gesagt, Ladies, komm, wir machen einen Funktionstest. Also, ihr habt euch doch operieren lassen. Ja? Und wir machen einen Funktionstest. Bei wem funktioniert die Vagina? Ja. Also wirklich mit Tiefe, mit Funktion, mit alles drum und dran. Ja. Mit Feuchtigkeit und wie auch immer, ne? Auf jeden Fall, ich muss ehrlich sagen, meine Mitbewerberinnen konnten mir keine funktionstüchtige Vagina vorweisen. Okay. Wir haben da mit einem, also ich darf das mal auch sagen, also mit einem Kerze haben wir das mal getestet. Sagen, ja. Wir haben nämlich auf die Kerze eine schöne Präservative draufgetan. Ja. Und dann haben wir die Funktionstüchtigkeit und die Tiefe, haben wir alles so gesehen, vergleichen wollen. Und bei denen ging nichts. Okay. Nichts. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber sehr schade, weil ihr müsst, damit ihr auch seelisch sehr glücklich seid, ihr müsst eine funktionstüchtige, eine funktionierende Vagina haben. Und dafür würde ich alles Erdenklichen weggehen, ja, habe ich gesagt. Selbst wenn das Korrektur-OPs sind. Ich appelliere an diejenigen, die mit ihrer Operation nicht so zufrieden sind, ja, Korrektur-OPs machen zu lassen, damit sie später glücklich durchs Leben gehen können. Das gibt es also auch. Natürlich, die Anzahl der Transfrauen, die keine erfolgreiche Operation gehabt haben, ist natürlich ziemlich hoch. Wie teuer ist eine Geschlechtsumwandlung? Das weiß ich nicht, das kann man aber im Internet erfahren. Also ich war wirklich mehrmals im Krankenhaus. Also da würde ich mal zum Beispiel mal so ein bisschen mitberechnen. Ich war das erste Mal in Frankfurt-Gießen. So, da wurden tatsächlich das als erstes die Hoden weggenommen. So, das war das erste Schritt. Also es wurde in mehreren Etappen durchgeführt. Genau so ist das. Also erstmal wurden die Hoden weggenommen und danach hat man sozusagen die Vagina geformt, danach die Schamlippen geformt. Warst du nach deiner Geschlechtsumwandlung zufrieden mit dem Ergebnis? Also, war das Ergebnis so, wie du dir das vorgestellt hast? Schon wieder hast du eine Hammerfrage gestellt. Danke. Pass auf, 1990 war ich mit einem türkischen Boy zusammen. 1990. Also, mit Boy meinst du Mann einfach? Mann, natürlich, oder? Mann, ja, Mann. Einfach also, türkischen Mann. Hetero-Mann. Also, Boy heißt Boy, ja Mann, also, ja, das ist ja Englisch, weißt du ja. Und dann, ich war mit ihm auf jeden Fall 1990 zusammen. Es war eine wirklich Liebe auf ersten Blick. Wir waren zusammen. Du weißt ja, wer das ist, ne? Ibo, damals, weißt du ja. Hm? 1990 war ich mit ihm zusammen. Es war eine wunderschöne Liebe. So. Und da fragte mich sozusagen ein sehr netter Krankentransporter, der mit dem Krankenhaus ewig berufsbedingt zu tun hatte, ein junger Mann, also Ümit, fragte mich, Cassandra, du bist doch auf jeden Fall jetzt fertig mit deiner OP. Sag mal, bist du eigentlich glücklich? Ich habe gesagt, weißt du, ich muss dir mal was gestehen. Irgendwie, was das Funktion betrifft, bin ich nicht so glücklich. Und dann hat er gesagt, okay, ich werde dir helfen. Stell dich doch mal bitte bei uns in der Uniklinik vor. Und dann war da auf jeden Fall ein Chefarzt, der hat mich untersucht. So, also bis jetzt kannst du folgen, ne? Ja. Und dann sagte der Chefarzt, ja, sehr geehrte Frau Konrad, ja, Sie können erstmal bitte auf diesen Untersuchungsstuhl. Wir wollen ja mal gucken, wie die OP gemacht wurde. Mhm. Ja? Da sagte der Arzt wortwörtlich, gnädige Dame,
entschuldigen Sie die Aussage, aber wer hat Ihnen diese Kängurutasche verzaubert? Wissen Sie, weißt du, ich persönlich, ich muss ehrlich sagen, ich war baff. Was habe ich? Eine Kängurutasche als Muschi, also Entschuldigung, als Vagina. Und eine Kängurutasche als Vagina. Und dann, da musste ich echt lachen. Ich dachte, das ist eine Muschi. Also ich dachte, das ist eine Vagina, sage ich, ne? Und dann sagte er, nein, das sieht aus wie eine Kängurutasche. Also, oh Gott, sage ich. Also es tut mir leid. Und was machen wir jetzt? Herr Sowieso, ich habe jetzt mittlerweile seinen Namen auch vergessen, Chefarzt. Das ist ja auch mittlerweile wirklich, ja. 1993 passiert. Ja, Frau Konrad, wir müssen eine Korrektur-OP machen und das in Hamburg. Und dann habe ich mich in Hamburg-Harburg in der Unikliniken vorgestellt und dann haben die tatsächlich eine Korrektur-OP gemacht und dann war ich tatsächlich in jeder Hinsicht zufrieden. Also was sagt uns die Geschichte? Es war ein langer Weg, jeder muss wirklich seine Chancen nutzen, seinen Weg gehen, um tatsächlich perfekten Vagina zu haben, der nicht nur funktioniert, auch orgasmusfähig ist. Gibt es deiner Meinung nach Unterschiede zwischen türkischen und deutschen Transgendern? Also sagen wir das mal so, ich lebe ja, wie du weißt, in Kiel. Ne? Ob du glaubst oder nicht, in Kiel kenne ich gar keine Transgender, die aus der Türkei kommen. Wenn es irgendwelchen Transgender waren, die aus der Türkei kommen, mit türkischen Wurzeln, die habe ich tatsächlich nicht kennengelernt. Wie du weißt, Kiel hat ja so um bei 270.000 Einwohner. Und dadurch, höchstwahrscheinlich haben die Angst, sich zu outen. Also ich kenne keine türkischen. Und die deutschen Transgender, die ich kennengelernt habe, die waren super glücklich. Bist du deiner Meinung nach eine heterosexuelle Frau? Also heute stehe ich auf Jungs, also auf Männer. Und wer weiß, was morgen mitbringt. Also wenn ich irgendwann mal tatsächlich irgendwie irgendwo tatsächlich die Liebe zu Frauen entdecken würde, dann bin ich sicherlich bisexuelle, höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht irgendwann mal, wenn ich jeden liebe, bin ich diverse. Aber im Moment bezeichne ich mich tatsächlich heterosexuell. Also ich stehe auf Jungs. Ich bin eine Frau, also stehe auf Jungs. Und sozusagen, ja, heterosexuell, würde ich sagen. Ist der Sex, den du hast, anders als der Sex einer als Frau geborenen Frau? Das musst du natürlich den Original, also die biologischen Frauen fragen. Ich kann nur, was mich betrifft, antworten. Bei mir macht das Sex unwahrscheinlich Spaß. Unwahrscheinlich, denn ich bin in der Lage, tatsächlich mit verschiedenen, sagen wir das mal so, da ich ja im Moment Single bin, ne, mit Dildos umzugehen. Und Sex macht sehr viel Spaß und es ist auch erst recht noch besser, wenn man dazu noch orgasmusfähig ist. Was findest du an Männern anziehend? Also wenn ich mir dich anschaue, dann sehe ich eine hübsche, tatsächlich weibliche, feminine Frau. Also bei dir ist nichts Männliches, also Maskulines, sehr schwer wahrzunehmen. Ich sehe eine feminine Frau. Was gefällt dir an Männern? Was für Typen von Männern ziehen dich an? Wäre ich dein Typ? Also bei Männern mag ich gerne zum Beispiel der Ersteindruck. Also er muss mir tatsächlich als Ersteindruck gefallen. Höchstwahrscheinlich wie viele Frauen auch, ne? Ich liebe höchstwahrscheinlich tatsächlich die ganze Kerle. Also wenn jemand ein ganzer Kerl ist, und die sind ja leider Gottes heutzutage ganz schön rar geworden, eine Frau, die merkt das automatisch, spontan, ob jemand wirklich ein ganzer Kerl ist. Der Gang, wie er sich gibt und wie er sich benimmt. Also dieses
wenn ich mal so Vergleiche ziehen kann, dieser Rüdenhafte, wie er geht, wie er sich benimmt. Jede Frau merkt sofort, wer ein ganzer Kerl ist, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und dann haben wir Frauen tatsächlich an solchen Männern Interesse. Die sind ja auch selten Singles. Die sind in der Regel immer vergeben. Und der erste Eindruck, würde ich sagen. Wenn du mich natürlich so offen fragst, was ich gerne mag, zum Beispiel, wenn du mich offen fragst, ne? Also ich stehe brünett, blond, dieses helle Haarfarbe in der Regel, blaue Augen, grüne Augen, da drehe ich völlig ab. Wäre ich dein Typ? Ohne dass du jetzt beleidigt bist. Nein, nein, ich meine. Nein, ne? Also du wärst leider Gottes nicht mein Typ. Warum nicht? Weil ich ja eben, wie bereits eben sagte, auch das Ersteindruck, also ist für mich sehr, sehr entscheidend, weil ich ja, ich meine, du bist ganzer Kerl, das weiß ich, da gewinnst du schon mal, aber wo das Herz so richtig gepocht wird, also dass das Herz höher schlagen lässt, ne, dieses Ersteindruck, ist natürlich, du entsprichst ja der Norm, also wer Norm mag, kann sicherlich dich als ihren Typ bezeichnen. Ach, du findest, ich entspreche der Norm? Norm, ja, normaler Typ bist du ja, also normaler Mann. Okay. Der Kameramann, bei ihm würde ich noch natürlich heißer werden. Aber er ist auch ein gut aussehender Kerl. Für die Leute, die unseren Mehmet nicht sehen, er ist ein sehr gut aussehender Mann, aber leider für ihn. Sucht man sich das aus, Transgender zu werden? Nein. Also ich muss ehrlich sagen, sowohl die Gays als auch Transgender, das wird in Mutterleib schon in die Wege gelegt. Also durch die Chromosomen, die eben anders oder fehlgeteilt wurde oder wie auch immer. Oder beziehungsweise noch nicht mal fehlgeteilt, sondern durch die Chromosomen oder durch die Entstehung eines Embryos wird das schon in die Wege geleitet, ob jemand gay oder transgender oder irgendwelchen Neigungen, was die Sexualität betrifft, also sprich, was ich eben gezählt habe. Würdest du dich als eine Feministin bezeichnen? So wie ich lebe, also würde ich sagen, ich lebe jetzt ziemlich, ich würde sagen, ja. Entstanden körperliche Nachteile nach deiner Geschlechtsumwandlung? Wenn ja, welche? Absolut nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr glücklich. Und für mich gibt es gar keine Nachteile. Allerdings, eine Sache muss ich natürlich erwähnen. Eine Problematik der Gewichtszunahme. Und das hat aber mit mir zu tun. Ich bin ja leider Gottes also motivationslos, wenn es um Sport geht. Hast du deinen Penis und deinen Hoden aufbewahrt? Nein, das wird dann also operiert und dann wird das natürlich entsorgt, ne, klar. Fragst du dich manchmal, wo dein Penis jetzt ist oder machst du dir darüber überhaupt keine Gedanken mehr? Du, die Reste von OPs werden hier entsorgt. Das ist irgendwo irgendwie gelandet. Also von daher, das ist ja ein Restmüll sozusagen. Du bist ja froh, dass es nicht mehr an deinem Körper ist. Genau, ich bin super glücklich. Jeder soll seinen Weg machen. Jeder soll seinen Weg gehen. Ich würde sagen, ich würde das immer wieder so machen. Ich bin super glücklich mit dem Weg, den ich gegangen bin. Hattest du schon mit Männern Geschlechtsverkehr, den du es vor dem Geschlechtsverkehr, vor dem Akt verheimlicht hast, dass du ein Transgender bist? Ja. Wie haben die reagiert? Also ich muss ehrlich sagen, angenommen, ich bin in der Diskothek und ich lerne einen wahnsinnig hammer aussehenden Typen kennen, ja, der richtig nach meinen Vorstellungen entspricht. Und ich habe diesen Person angenommen, klar, irgendwann mal nach Hause genommen. Und wir haben gemeinsam Sex gehabt und angenommen, wir wurden ein Paar. Irgendwann mal sozusagen, klar möchte ich mich auch outen und sagen, was eigentlich los ist. Denn du kannst ja nicht mit jemandem Beziehung anfangen und wo er nicht weiß, was los ist.
Ich habe das nicht sofort geoutet. Ich habe nicht sofort gesagt, was mit mir los war, sondern erst nach 3 Monaten. Da habe ich gesagt, ich weiß heute noch, der hieß Christian. Ich habe gesagt, Christian, pass auf, ich muss dir was gestehen. Ich war früher eine Transgender, jetzt bin ich eine Transfrau. Bevor du das von anderen hörst, denn es wird keine Weg, es wird kein Weg dran vorbeigehen. Die Leute werden das irgendwann mal erzählen. Bevor die dir das erzählen, erzähle ich dir das. Ich war eine Transgender. Und jetzt bin ich eine Transfrau. Ich bin zwar eine Frau, aber eine Transfrau. Weißt du, was diese Person zu mir gesagt hat? Cassandra, du bist... Und das Ganze am Telefon natürlich, ne? Noch nicht mal ins Gesicht, ne? Nicht an Gesicht an Gesicht. Ich habe gesagt, er meinte zu mir am Telefon, ja, Cassandra, weißt du, du bist so ein netter, so ein hübscher, du bist zwar klasse, aber verzeih mir, ich kann damit nicht um. Ich kann mit dieser Wahrheit nicht umgehen, Cassandra, dass du eine Transfrau bist. Ehrlich gesagt, ich dachte, du bist eine Original- oder beziehungsweise eine biologische Frau, sagt er. Und dann ist die Enttäuschung sehr groß, wenn die feststellen, ach, das war also eine Transfrau. Wiederum, ich weiß nicht, warum man eigentlich sich um die Vergangenheit sich interessiert, sondern es sollte die Gegenwart eigentlich ja wichtiger sein. Trotzdem eine Frage. Gab es Situationen, wo es gefährlich wurde, weil du dich deinem Partner gegenüber erst nach dem Sex als Transgender geoutet hast? Also gefährliche Situationen gab natürlich in meinem Leben, selbstverständlich. Wir gehen in das Jahr, also bevor ich operiert wurde, ne, also 89 angenommen, ne, 89 war ich ja noch eine Transgender, sozusagen, ja, und dann eine Person meinte zu mir, my ship name is Linda, come you and I champagne drink. Also er hat ein Schiff, wir wollen gerne bei ihm im Schiff Champagner trinken. Ich habe gesagt, okay, also warum nicht, können wir gerne Champagner trinken, und dann bin ich dann sozusagen mit auf sein Schiff gegangen. Das war in der Kiellinie. Riesengroßes Schiff. Und wir waren da. Und der Mann natürlich, klar, Sternhagel voll. Nachdem wir in sein Schiff waren, da griff er gleich zwischen meine Beine. Dann hat er mit mal das, den Penis in der Hand gehabt, anstatt eine Vagina. Und dann, er war ziemlich geschockt. Er war sehr geschockt und meinte, oh mein Gott, du bist ja ein Mann. Und dann habe ich gesagt, oh, tut mir leid, aber ich wusste ja nicht, dass sie sofort mit mal an meinem Schritt anfassen, ne? Und dann hat er wirklich in diesem Schiff ein Messer gesucht und gesucht und gesucht. Er hat keine Messer gefunden. In dem Augenblick habe ich gesagt, ob er dann für mich Tasse Kaffee kochen könnte. Ich habe gezittert wie ein Schlosshund, also so, ne? Weil ist ja klar, psychologisches Immunsystem kommt ja mit mal ins Geltung. Und dann habe ich mich sozusagen versucht dazu ja, zu beruhigen, sozusagen. Und dann, er wollte doch Kaffee kochen und dann bin ich schnell abgehauen. Die Luke auf und dann bin ich abgehauen. Also da hätte man mich fast also umnieten können. Also das war eine sehr gefährliche Situation. Hast du dich als Frau schon mal geprügelt? Oh ja, du weißt ja, wie das so ist, zum Beispiel in der Disco, wo wir dann damals mit dem ganzen Jungs, mit einer bestimmten Gruppe, du weißt schon, und die Tigers, meinst du, genau, mit denen war ich ja super gut befreundet. Und da war ein Mädel, zum Beispiel, die eine Freundin, die von einem türkischen Junge, ja? Okay? So, dann habe ich einfach mit ihm begrüßt. Also, wenn ich dann zum Beispiel dich sehe, hallo Ertan, hallo, wie geht's dir? Dann gebe ich dir doch einen Kuss auf deine Wange. Das gehört ja dazu, das ist ja eine Herzlichkeit, zumindest war das bei uns so. Da hat sie gesagt, wieso gibst du meinem Freund einen Kuss auf die Wange? Also, das geht ja gar nicht, du sollst ihn nicht auf die Wange küssen. Und eine andere Person war eifersüchtig, weil ich bei einem Boy seine Koteletten geküsst hatte. Also die Leute sind tatsächlich, also die Ladies, ne, die waren ja teilweise, also super eifersüchtig. Tatsächlich hat sie
mit mir Streit angefangen. Die hat mich gepackt. Die wollte tatsächlich sich mit mir schlagen. Und ich habe tatsächlich mit ihr auch geschlagen. Hast du dich auch schon mal mit einem Mann geprügelt? Oh ja, auch. Auch. Also muss ich ehrlich sagen, auch mit einem Mann verprügelt. Hast du ihn... Willst du den Inhalt wirklich wissen? Ja? Soll ich erzählen? Pass auf, ich war in der Disco und ich habe mich tatsächlich mit einem Mann geprügelt. Und zwar, der kam dann an, ich habe ihn K.O. geschlagen. Wie? Und ja, wir haben ja... Mit das Fäusten war Techno-Party. Oder hast nein, es war Flasche? Techno-Party, wir haben getanzt. So, ne? Techno-Party. Und da bist du ja sowieso im Training. Und er wollte tatsächlich mit mir eine Schlägerei anfangen. Ich habe mich in meinem eigenen Achse gedreht. Wie eine Karatekämpferin habe ich ihm eine wirklich bis hierhin einen Fußtritt gegeben. Der war platt. Und dann anschließend ist er aufgestanden, hat eine Flasche kaputt geschlagen und er wollte mit der Flasche auf mich los. Dann kam der Security und sagte, sag mal, schämst du dich nicht? Du bist der Verlierer, du hast verloren also. Du gehst jetzt raus und beruhigst dich und dann kommst du wieder in die Disco rein. Also das heißt, das habe ich auch mehrmals gehabt. Also wie gesagt, ich habe die Jungs, auch die Mädels, wenn das Fell gejuckt hat, habe ich die gejuckt. Du und eins auf die Fresse gehauen, auf Deutsch gesagt. Würdest du dich als selbstbewusst bezeichnen? Oh ja, ich bin super selbstbewusst. Und davon haben die Männer natürlich Angst. Ne? Eine von den Gründen, warum ich Single bin, ist, dass ich super selbstbewusst bin. Klar, also ich bin eine Unternehmerin. Ich bin selbstständige Friseurin. Friseurmeisterin nicht, aber eine sozusagen Friseurmeisterin ähnlich, weil ich ja bei der Meisterprüfung 7 Punkte von Theorie, 7 Punkte von Praxis, also leider nicht geschafft hatte. Aber ich bin Meister ähnlich. Und somit bin ich selbstbewusst und ich stehe auf meinen beiden Füßen im Leben und selbstbewusst bis zum Abwinken. Und deswegen, die Männer spüren das und sagen, oh, die Frau ist ziemlich selbstbewusst. Also ich glaube nicht, dass ich mit der glücklich werden könnte. Hast du schon mal als Mann damals vor deiner Umwandlung einer Frau einen Mann ausgespannt? Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit jemandem geflirtet hatte und dieses Flirten ist weit über das Flirt hinaus gegangen, nur mal Beispiel, ne? Und die Leute sind teilweise vielleicht mit jemandem liiert, also ich spanne ja in dem Sinne den Mann von diesen Lady nicht ab, sondern er will nur kleine Abwechslung höchstwahrscheinlich. Also ja. Also er ist ja nicht bei mir geblieben in dem Sinne, also wir haben nur was erlebt. Also ob man das ausspannen nenne ich immer, wenn ich diesen Mann tatsächlich wegnehme. Okay. Also habe ich ja nicht sozusagen. Bist du eine treue Frau? Ich bin auf jeden Fall treu. Ich würde sagen, wenn der Mann mir treu ist, dann bin ich auch treu. Aber wenn der Mann mich betrogen hat, dann tatsächlich als Rache betrüge ich ihn auch. Würdest du bei einer festen Partnerschaft deinen Mann betrügen, wenn dir dein Traumprinz begegnet? Nein, also wenn ich bin jetzt Sternzeichen Skorpion. Wenn ich denn also eine feste Partnerschaft habe, ich orientiere und ich fixiere mich nur noch auf diesen Mensch. Denn in meinem Leben war ich nur zweimal verliebt. Einmal in einem Türken und einmal in einem Deutschen. Und bei beiden Male war ich bis Hals über den Kopf verliebt. Und wie gesagt, Fremdgehen absolut nicht, weil ich ja total verliebt war. Sozusagen, aber der 1990, das erste Mal, wo ich denn verliebt war, der hat mich betrogen. Dann habe ich ihn auch betrogen. Normal. Ist klar, bei den zweiten nicht. Also er war treu, ich war auch treu. Glaubst du an Gott? Selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, das, was ich gemacht habe, eine geschlechtsangleichende Operation, ja, ist dafür gedacht, damit ich tatsächlich glücklich bin. Und der liebe Gott möchte nur glückliche Menschen um sich herum sehen. Und somit, wenn ich glücklich bin, dann
Das hätte er sich auch gewünscht, klar, also glückliche Menschen. Ein lieber Gott hätte sicherlich nicht einen unglücklichen Mensch um sich sehen wollen. Außerdem, es stand für mich nicht zur Debatte, dass ich denn tatsächlich angenommen, nur mal Beispiel, ohne geschlechtsangleichende Operation gelebt hätte, dann erst recht wäre ich super unglücklich. Und es wäre nicht mein Leben, womöglich hätte das tatsächlich mit Suizid beendet. Also, dass ich jetzt lebe, dass ich super glücklich bin, verdanke ich an diesen geschlechtsangleichenden Operation. Somit würde ich sagen, also jeden Tag, wenn ich zu meinem Arbeit anfange, ich nehme immer den Namen des Gottes. Ich bin auf jeden Fall von Kopf zu Fuß mit positiver Energie behaftet. Und das wissen auch meine Kunden zu schätzen. Nachdem ich natürlich jetzt diesen outenden Gespräch geführt habe, es werden sicherlich welche da sein, die sagen, ach, Cassandra war also ein Transgender? Oh Gott, ja, das hätten wir zwar gedacht, aber felsenfesten Beweis hatten wir nicht, ne? Auch vielleicht irgendwelchen Leute, die mit mir vielleicht sexuell zu tun hatten, die haben jetzt sicherlich den felsenfesten Beweis, dass ich früher eine Transgender war, ja, jetzt eine Transfrau bin, aber dieses Risiko gehe ich ruhig ein, weil meine Kunden sozusagen in diesem Arbeitsplatz sind ja 98% Frauen. Also von daher, das kann auf meine Arbeit absolut nicht negativ auswirken. Was würdest du jungen Menschen oder Menschen generell, die im falschen Körper geboren sind, empfehlen vor einer Geschlechtsumwandlung beziehungsweise generell sagen wollen? Ja, ganz normal. Also ich würde sagen, erstmal, die sollen sich outen bei ihren Eltern und dann sollen sie gemeinsam einen Weg gehen, also nämlich bei dem Therapeuten. Nachdem man bei dem Therapeuten zwei Gutachten erstellt bekommen haben und dann sich wirklich darüber im Klaren sind, die Schritte, die man denn geht, dass das irreversibel ist. Und dann sollen sie sich tatsächlich zu den Schritt entscheiden, zu denen sie sich auch angezogen fühlen. Nämlich, um glücklich zu sein, muss man nicht unbedingt eine geschlechtsangleichende Operation hinterziehen. Man kann vorher schon tatsächlich Namensänderung betreiben bei Amtsgericht Kiel oder bei den zuständigen Ämtern in jeweiligen Stadt. Und dann, ohne dass man geschlechtsangleichende Operation angenommen gemacht hat oder machen lassen hat, kann man schon Name, Vorname, Nachname ändern. Auch und das, komplett tut als uns, Frau leben und komplett auch die Hormonbehandlung über sich ergehen lassen. Und also man muss nicht unbedingt sich operieren lassen. Wenn sie es möchten, sollen sie es tun. Also kurz gesagt, genau, werden die Gutachten, also werden die Sexualwissenschaftler, werden die Therapeuten das wirklich bescheinigen. Bei ihr besteht eine Transsexualität und sie muss unbedingt operiert werden. Und dann würde ich das auch machen. Aber ich würde immer durch die Therapeuten und immer durch die Gutachten das befestigen, ob das doch nicht eine, also eine kurzzeitiges Empfinden ist. Okay. Ne? Das ist sehr wichtig. Ja. Man muss sich klar sein, was man ist. Sicher sein, sagst du. Sehr sicher sein, ja, dass man das auch möchte, okay, damit man später glücklich ist. Was möchtest du den Eltern von Schwulen oder Transgendern mitteilen? Wie sie mit dieser Situation umgehen sollen? Also ich bin der Meinung, die Gays und die Transgender, die haben natürlich Angst, zunächst einmal in der türkischen Community, dass sie dann ausgestoßen werden. Die outen sich nicht. Aber, also ich bin der Meinung, wenn man sich nicht outet, wird man ja ewig unglücklich. Also man muss sich gut überlegen und sich outen. Ich denke, das ist das Beste, was man machen kann. Und die Eltern,
sollen dann tatsächlich ihre Kinder so nehmen, wie sie sind. Das, dafür können die Kinder nichts. Und das ist tatsächlich in Mutterleib schon geschehen. Das ist in die Wege geleitet, wer sie sind. Denn transsexuell zu sein oder gay zu sein, ist keine Auswahl, was man im Leben auswählt. Ja, heute bin ich transgender, morgen bin ich gay, übermorgen bin ich bisexuell. So läuft das nicht. Du kannst niemals das eine Auswahl, sondern es ist festgelegt durch die Gene, durch das Embryo, was entsteht. Ne? Während das Embryo entsteht, entsteht tatsächlich alles erdenklich sexuelle Orientierung. Also würdest du mir als Vater, wenn ich jetzt ein schwules, also homosexuelles oder ein Transgender-Kind hätte, sagen wollen, dein Kind, dein Sohn oder deine Tochter ist immer noch dieselbe, mach sie nicht oder ihn nicht anhand des Geschlechtes aus. Genau. Das zählt nicht, egal, sagst du. Ob die, egal ob die Kinder Lesbe, also über die haben wir gar nicht geredet, Lesbe, Transgender oder vielleicht Gay sind, Kinder bleiben Kinder, egal was sie sind. Gibt es eine geheime Community von Gendern oder von Transsexuellen, die sich heimlich treffen und wilde Orgien feiern? Gibt es so etwas? Kann ich dir genau sagen. Also, wie du weißt, wir leben in einem 20. Jahrhundert und Internetzeitalter kennst du ja. Das brauche ich dir ja nicht sagen. Es gibt ja sehr, sehr viele Internetplattformen, wo die Heterosexuellen sich treffen. Auch in Kiel? Ja, natürlich, zum Beispiel die ganzen Seiten von A bis Z, ich will jetzt die Namen nicht nennen. Es gibt sehr viele Dating-Seiten, da lernen sich auch sogar für One-Night-Stand kennen. Ja. Und dann gibt es natürlich für Gays und Transgender ebenfalls irgendwelchen Seiten, wo die sich in diesen Internetseiten tatsächlich zunächst einmal ersten Kontakt nehmen. Darf ich mir irgendwelche Seiten nennen schon? Oder nein, nicht? Lieber nicht. Nein, lieber nicht. Pass auf, das wäre ja Werbung, genau. Irgendwelche Seiten, wo die Gays sich treffen. So. Okay. Zum Beispiel irgendein Gay meldet sich bei einem also Seite. Genau, Seite wie bei, genau. Und dann meldet sich da angenommen irgendein Boy, egal welcher Land, kann auch eine Türke sich da melden. So, ne, angenommen. Und dann, die treffen sich tatsächlich. Okay. Die treffen sich angenommen in Müllerstraße 8, nur mal Beispiel. Und dann haben sie, also ich bin der und der, ich bin passiv und aktiv und passiv, du bist aktiv. Oder du sprichst einfach über deinen Vorlieb. Was heißt aktiv, was heißt passiv? Ja, also aktiv ist, das weißt du schon. Nein, oder weißt du, für unsere Zuschauer, was bedeutet aktiv und was bedeutet passiv? Also aktiv ist derjenige, der den Geschlechtsverkehr also ausführt. Und passiv ist derjenige, der dieses Geschlechtsverkehr ausführen lässt. Also derjenige, der es lässt. Also sprich, aktiv sein, habe ich das richtig verstanden, dass aktiv bedeutet, dass man sein Geschlechtsteil bei seinem Sexualpartner einführt, dann ist man aktiv. Genau. Und genau. Passiv ist man, wenn man es machen lässt. Okay. Mhm. Ist AIDS ein Thema innerhalb der Community? Also bei der Community, also es ist folgendes, es gibt ja mittlerweile auch sogar Medikamente, die du denn vor dem Geschlechtsverkehr annimmst, so dass mit mal also so dass keine HIV entstehen kann, und also es gibt ja sehr viele neue Medikamente, die man vorher schon nimmt, damit die HIV nicht übertragen wird. Okay. Sozusagen. Also HIV ist ein Thema, jeder sollte sich natürlich weiterhin schützen, ja. Aber auch diesbezüglich geht ja die Wissenschaft ja weiter, wie du weißt. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne dich ja schon wirklich seit meiner Kindheit. Ich war 13 Jahre alt und da habe ich dich vor einer Diskothek gesehen, im Garten, Disco-Keller.
Und da haben die mir zugeflüstert, haben die gesagt, der ist schwul und so, ne? Und dann habe ich gesagt, hallo, Zafer Abla, Zafer Abi. Und dann hast du gesagt, was Abi? Abla, Abla, das weiß ich noch wie heute. Und ich habe mich so geschämt und so. Und ich habe dich jetzt von einer anderen Seite kennengelernt. Du hast eine Seite gezeigt, die eigentlich nicht anders ist, aber du hast dich offenbart, du hast Klartext gesprochen, du hast offen gesprochen, und was ich jetzt daraus entnehmen konnte, ist, dass du die gleiche Person für mich bist, die du vorher für mich warst, und dass du eigentlich eine ganz normale Frau bist und dass wir nicht Homosexuelle bzw. wir Heteros und wir nicht Transgenders euch kategorisieren und in eine Schublade stecken. Also nicht ihr seid anders, sondern wir machen euch zu den anderen, habe ich gerade gemerkt. Weil die Sexualität ist ja nur ein gewisser Bereich eines Lebens, was die Person ausmacht, was das Leben ausmacht. Und das ist eine intime Sache. Das ist eine intime Sache. Und die geht niemandem was an. Deswegen hast du mir und bestimmt auch unseren Zuschauern zu verstehen gegeben, dass nicht ihr es seid, die nachdenken müssen, sondern wir es sind, die darüber nachdenken müssen, warum wir überhaupt dieses Interview führen mussten. Denn es ist eigentlich unnötig, denn ich spreche mit einer Frau, Punkt aus. Aber da, und das hast du mir gerade verdeutlicht, wir falsch denken, in Schubladen denken, ist so ein Interview meiner Meinung nach ja wichtig und auch erforderlich gewesen. Jetzt möchte ich dir noch eine Frage stellen. Was hast du an Menschen am meisten? Das ist ein Allgemeinproblem unserer Gesellschaft. Die Menschen sind unausgeglichen, sehr viel Stress geplagt und sehr unausgeglichen. Und launische Menschen, die heute lächelnd, morgen schlechte Laune haben, ne? So richtig launisch, die mag ich nicht. Unfreundliche Menschen mag ich nicht. Ja, also unfreundlich, unausgeglichen und ewig schlecht gelaunt und nörgelnd. Und welche Eigenschaften findest du besonders schön und lobst du an Menschen? Ja, also ich habe ja durch meinen Beruf, ja, du weißt ja, sehr viel mit Menschen zu tun. Ich mache gerne ausgeglichene Menschen, ja, die zu mir gegenüber einen gewissen Respekt entgegenbringen und dass ich auch zu denen gegenüber einen Respekt entgegenbringe und respektvolles Umgang miteinander. Das mag ich sehr gerne. Und das geschieht wirklich jeden Tag zu Neuem. Ich habe hier eine wunderschöne Publikum, die wirklich super, super nett ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, also als Schlusswort jetzt, ne? Ich bin auch super glücklich, in Deutschland meinen Weg gegangen bin. Denn in einem anderen Land wäre mein Weg super kompliziert gewesen. Und bei meinem entsprechenden Gutachten, sämtlichen Operationen wurden von der Krankenkasse bezahlt. Ich habe nichts bezahlt. Das Ganze wurde von der Krankenkasse übernommen. Nicht nur diesbezüglich, auch nachher, wenn man sich selbstständig machen wollte, klar, habe ich auch, egal welche Rechte ich hatte, habe ich das natürlich in Anspruch genommen. Also ich bin froh, dass ich hier in Deutschland sozusagen meinen Weg gegangen bin. Dann würde ich sagen, im Namen aller
Transgender ein Dankeschön an die Ärzte und an die Krankenkasse, an das System, welches es Menschen wie dir ermöglicht, ein glückliches Leben, wie du es nennst. Ja, es ist ja, du bist ja glücklich geworden dadurch erst. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Ermöglichen. Hast du einen Fetisch? Oh, das ist eine wunderschöne Frage. Ein Fetisch. Habe ich selbstverständlich. Welchen? Ja, guck mal, der Glanz in meinen Augen. Jawohl. Also wenn ich angenommen eine sehr, sehr nette, wunderschöne Partnerschaft führen sollte. Also angenommen, ich führe eine Partnerschaft. Wir sind zusammen mit einem entsprechenden Herrn. Ja? Nach einer gewissen Zeit, tatsächlich, das kann ein Jahr sein, das kann vielleicht nach 6 Monaten der Fall sein, das kann 2 Jahre sein. Wenn der Blümchen-Erotik, ja, langweilig geworden ist, kann immer sein, dass Blümchen-Geschichte irgendwann mal langweilig werden könnte. Dann habe ich selbstverständlich Fetisch. Was meinem Fetisch betrifft, bin ich super, super, super vielfältig. Mein Horizont ist so reich und so reichhaltig, darüber reicht noch nicht mal die Zeit, dass wir darüber reden. Das finde ich schön. Ich habe in puncto Fetisch tatsächlich sehr viel. Nenn mir bitte ein Beispiel, einen besonderen. Und bei mir zum Beispiel Damenschuhe, hochhackige Damenschuhe machen, also finde ich bei Frauen sehr erotisch zum Beispiel. Kannst du mir so ein Beispiel nennen? Fetisch ist bei mir zum Beispiel, wenn ich denn tatsächlich Dominanz und Devot bei der Partnerschaft spüre. Spiel, also auch spielst? Spüre heißt ja auch spielen. Ja. Klar, durch das Spielen spürst du sie ja. Und das finde ich zum Beispiel super, super spannend. Dazu gehört natürlich solche Praktiken wie Bondage. Du weißt, was das bedeutet. Natürlich. Genau, Bondage. Und gewisse Handlungen, über die ich jetzt nicht hier eingehen möchte. Also natürlich, es gibt sicherlich sehr, sehr, sehr viele Fetisch bei mir. Aber ich kann dir nur, ohne dass man in die Einzelheiten geht, kann ich nur Folgendes sagen. Ich als revolutionierte Lady, die tatsächlich in ihrem Leben wirklich sehr vieles erlebt hat, ne? Kann ich sagen, bei einer Partnerschaft, die wirklich funktioniert, kann ich sagen, ich bin tabulos und sehr viele Fetisch, ich bin wie eine unentdeckte, sag ich mal, Insel. Berg, die muss man einfach entdecken. Und alle anderen müssen ja natürlich über meine sexuelle Vorlieben sicherlich keine Bescheid wissen, aber ich bin tabulos, okay, muss ich ehrlich sagen. Eine tabulose Lady, die sehr, sehr vielseitig ist. Okay, jetzt eine Besonderheit meines Formats ist, dass ich meinen Interviewpartnern, weil ich ihnen so viele Fragen stelle, auch die Gelegenheit gebe, mir eine Frage zu stellen, egal was. Und ich bin bereit, die zu beantworten. Und ich würde dich hierzu bitten, wenn du möchtest. Also, Frage nicht, aber ein Wunsch. Also, da ich ja weiß, dass du kulturell eine Person bist, der aktiv ist. Im Gegensatz zu dir bin ich ja eine Kulturbanause. Ne? Also, du hast ein Buch geschrieben. Du hast so einiges gemacht, so dass man deinen Namen weißt, wer du bist, ja? Und ich wünsche mir einfach, dass wir in Zukunft auch so einfach Kontakt haben, Tasse Kaffee trinken und so Fragen habe ich nicht eigentlich. Diesen Wunsch, den werde ich entsprechen, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Aber es ist einfach so, dass du jetzt einfach, egal was. Okay, dann stelle ich eine Frage. Eine Frage stellen musst. Ertan, in deinem Leben, du hast ja auch eine bewegte Vergangenheit. Ja?
in dein Leben, wie du bist, bist du genauso glücklich wie ich. Jetzt, ja. Ich kann nicht, ich weiß nicht, wie glücklich du bist und woran man Glück misst, ja. Aber ich fühle mich zurzeit sehr glücklich. Und wenn du wissen möchtest, warum, dann aus dem gleichen Grund wie du. Weil ich meinen Traum lebe, anstatt mein Leben zu träumen. Genau wie du. Sehr schön, sehr schön. Okay, willst du von mir denn ganz kurz wissen, was eigentlich Glück für mich ausmacht? Sehr gerne. Also, wir haben sozusagen ein Dach über den Kopf. Ja? Wir leben in einem Land, wo wir wirklich wunderschön unsere Hobbys nachgehen können. Einer hat den Hobby, der andere hat anderen Hobby, der eine angelt, der andere kocht, zum Beispiel so wie ich. Ich koche sehr gerne und ich habe einen Beruf, was mit Menschen zu tun hat, ne? Das macht mich auch glücklich. Schrebergartenkultur zum Beispiel mit einem wunderschönen Schrebergarten in Grünen, dass man denn da zum Beispiel Zeit verbringt mit Natur 1, das macht mich super glücklich. Und ich mache eine Kerze an und verweile ich neben der Kerze, das finde ich gut. Ich finde immer, wenn man natürlich ein gewisses Sprichwort so sehr auf Herzen nimmt, die wäre nämlich folgendes: die Vollkommenheit geht durch die Einfachheit oder die Einfachheit führt zu Vollkommenheit. Also ich lebe super einfach mit super, super einfachen Zielen, dann bin ich super glücklich, denn man weiß ja, hast du 1000 Euro, hast du 1000 Wünsche. Hast du vielleicht 20 Euro, hast du 20 Wünsche. Also ab wann soll man denn anfangen, seine Wünsche zu drosseln, seine Verdienst zu drosseln? Ab wann ist das zu Ende? Ab wann ist man tatsächlich da angelangt, wo man glücklich werden kann? Ich denke, Glück ist, wenn du tatsächlich einen gewissen Verdienst hast, wo du satt wirst und deine Ausgaben bezahlen kannst. Bescheidenheit, also, genau. Und so viel Geld verdienst, sodass du dann tatsächlich dein Leben im Griff hast. Und wenn du ewig nach den Unerreichbaren nacheiferst, ja, das macht dich unglücklich und das mache ich ja nicht. Ich habe ja feste Ziele gehabt und meine Ziele habe ich selbstverständlich erreicht. Und deswegen, das macht mich super glücklich und das würde ich den anderen Menschen auch empfehlen. Sehr schönes. Also je mehr Wünsche, desto unglücklich, sondern haltet euch Wünsche offen, die ihr auch realisieren könnt, dann werdet ihr auch glücklich, würde ich sagen. Also, das war ein sehr schönes Schlusswort. Das hat mich wirklich persönlich jetzt auch beeindruckt. Ich muss sagen, du bist wirklich ein sehr interessanter Mensch. Du bist auch ein herzenslieber Mensch. Das warst du schon immer. Und ich danke dir für die Offenheit. Ich danke dir, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast. Und ich danke dir im Namen aller Menschen, die aufgrund dieses, sage ich mal, Gendefektes oder wie auch immer man es bezeichnen mag, ich will jetzt nichts Falsches sagen, darunter leiden. Denn du hast vielleicht ihnen hier und da eine Möglichkeit gezeigt und wie sie mit ihrem Problem umgehen können. Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Über die Normalität, also was ist normal und was ist nicht normal, da wollte ich mal ganz kurz was sagen. Pass auf, für die sehr viele Leute, die da draußen, ne, das was sie sind, die finden sich ja normal, ich finde mich auch normal. Uns findet der gegnerische Seite, also die Heterosexuelle finden uns nicht normal. Dabei hast du ja mit mir unterhalten, du empfindest ja, gegenüber dir ist eine Frau, die mit dir einfach nett unterhält. Ja. Und es ist vielleicht noch nicht mal ein Gendefekt.
Verstehst du, was ich meine? Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich sag ja nur, also ich weiß ja auch nicht, woher Transsexualität kommt. Aber ich bin halt eben so, wie ich bin und ich finde mich normal. Okay. Bist du auch. Die anderen vielleicht, die mich nicht normal empfinden, müssen auch mit mir nichts zu tun haben. Hast du recht. Sehe ich mal so. Ertan, pass auf, ich bedanke mich bei dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass ich denn tatsächlich meine Gefühle, meine Empfindungen, mein Leben bei dir ein bisschen erzählen und kundgeben konnte. Und die da draußen, dass ich mein Leben tatsächlich auch mit denen geteilt habe und dass du das eben so offen rüberbringst, dass du überhaupt dieses Thema genommen hast, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, über Transsexualität zu reden. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Wie du weißt, ich habe keine Berührungsängste, das ist immerhin meine Vergangenheit. Also ich stehe dazu, dass ich denn eine Transfrau bin. Es ist sicherlich ein offenes Geheimnis, sehr viele wissen es. Diejenigen, die das nicht wussten, wissen es jetzt. Ich finde, da ist nichts dabei, wenn man sich denn so veroffenbart. Und somit wünsche ich draußen an alle Leute alles Liebe, alles Gute und danke für diesen wunderschönen Abend. Ich habe zu danken und ich finde das sehr mutig von dir, dass du wirklich diese Courage aufweist, jetzt hier all den Menschen gleichzeitig und auf einmal zu sagen, ich bin eine Frau, aber nicht als Frau geboren und ich habe das sehr gerne getan. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Herzlichen Dank, einen schönen Abend noch. Dankeschön.